Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Und ich hoffe, wir sind jetzt vor der Tür, wo wir hin sollen. Tür ist abgeschlossen. Ja, es ist die Tür. Und wo ist jetzt der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Baron, Schlüssel, sogar E-Schlüssel. Tür geöffnet. Juhu. Mal gucken, was uns erwartet. Verreckt, Zwergenpack. Weg von den Kanonen. Ihr. Wie kommt ihr hier rein? Tötet sie. Die machen wir fertig. Sind doch nur Zwerge. Und weg. Nein, aber ihr werdet uns nicht aufhalten. Jetzt kann niemand mehr die Kanonen stoppen. Oh nein. Können wir denn nichts tun? It's too dangerous. I will take care of things in here. The rest of you, get out! Are you mad? It's too late, Yang. Forgive me. Yang! Yang! If you should see my wife again, tell her to live enough for us both. Don't be a fool. Open the door. Yang! Please, Yang! Don't throw your life away! Yang! It has been an honor fighting with all of you. Open the door, Yang! Yang! Turm von Babel unter Geschoss 9. Och nein! Nicht Yang auch noch. Die Tür ist beschädigt und lässt sich nicht mehr öffnen. Oh Mann. Was machen wir denn jetzt? Ja, toll, jetzt werden wir auch noch angegriffen, oder was? Jetzt soll ich hier die ganze Zeit doof rumkämpfen? Das ist übel mit Yang. Irgendwie opfern die sich alle und wir werden immer weniger. Es kommen zwar auch immer wieder welche dazu, aber... So, einer ist weg. Schnappen wir uns den nächsten. Ohne Yang ist es irgendwie schon wieder so... Fehlt mal wieder einer. Das ist schade. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig wohin. Wir können nur raus. Cecils Stufe und Kanes Stufe sind besser. Geh nach links. Ich hoffe, da kommen wir her. Untergeschoss 10. Ja, doch. Hier kommen wir her. Och, Mann. Ich werde jetzt mal einen Cut machen, bis wir draußen sind. Sonst seht ihr die ganzen Kämpfe nur. Also, bis gleich. So, ich hätte auch einen Notausgang nehmen können, aber ich dachte, ich laufe mal selber den ganzen Weg wieder zurück. Und da sind wir jetzt rausgekommen. Das trainiert ja schließlich immer. Und in diesem Spiel ist es gut, trainiert zu sein. Ihr stellt euch als ganz schön lästig heraus. Golbez, ist die Katze aus dem Haus, regt sich die Maus. Doch die Spielstunde ist vorbei. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Lebet wohl!
Das war aber auf den letzten Drücker. Sid. Hm? Wo ist Young? Er opferte sich, um die Kanonen des Feindes auszuschalten. Und wieder geht einer von uns. Wer ist dieses Mädchen? Das ist Rydia, die Überlebende aus dem Dorf des Nebels. Ha, sie folgen uns? Na, wenigstens ist Sid wieder da. Kannst du sie abschütteln? Unser Schiff sollte eigentlich das Schnellere sein. Sie scheinen ihre Rotschwingen auch verbessert zu haben. Oha. They're closing on us! Come on! Enterprise! The engines can't take this! Cecil, take over! Sid! What are you doing? Once you reach the surface, I'll seal off that hole for good! With this! No, not you too! I was hoping I'd get to see your kid someday. But well, someone's gotta keep Young company. You get yourselves back to Baron. Talk to my boys there. But Sid! You'll die! And so Young, too! Bombs away! Try stopping this, helpers! My once-in-a-lifetime unaided life! Sid! One after another. Rushing to die like fools. We go to Baron for Sid. Oh Mann, ey. Mir kam gerade so der Gedanke, dass die Selbstmordrate in diesem Spiel irgendwie ganz schön hoch ist. Was ist nur los mit denen, ey? Einer nach dem anderen. Aber ich habe das Gefühl, und das ist ja gerne mal in Final Fantasy so, dass sie vielleicht am Ende überhaupt alle wieder da sind. Vielleicht sind sie dann alle wieder da. Vielleicht sind sie irgendwo in einer Jenseitswelt oder so. Ist das Baron? Ja. Warte, dann werde ich mal draußen speichern. Ich weiß ja immer überhaupt nicht, was hier auf uns zukommt. Oh, speichern. Wie geht's denen so? Allen wieder gut. Das ist wunderbar. Immerhin das. So. Ja, also wer weiß. Am Ende ist es vielleicht so, dass alles wieder gut wird. Wäre ja schrecklich, wenn alle wirklich tot wären, oder? Und es ist immer so emotional. Also ist schon gut, wenn jetzt alle sowieso immer nacheinander sterben, dann denkt man sich, okay, der macht es jetzt auch. Aber das mit Young war schon krass wieder gerade eben. Hier sind zum Beispiel auch noch Palom und Pom. Ich finde das voll bitter. Können wir denen nicht helfen? Eigentlich hilft ja Goldner keine Wirkung, da die beiden aus freiem Willen zu Stein geworden sind. Ach, wie schrecklich. Thronsaal. Was mache ich denn jetzt? Kein zweites Mal wird ein Teufel unseren Thron beschmutzen. Okay. Was mache ich denn jetzt? Sollten wir nach Baron oder nicht? Hm. Können wir denen irgendwas geben? Den beiden. Das ist so bitter. Komm, Wecker. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann ja nicht, wenn nichts geschieht. Vielleicht kann man denen ja was geben, aber ich weiß nicht was. Wir werden Baron mit unserem Leben beschützen. Ja, wo ist er denn aber? Bitte euch inständig, Lord Cecil, recht den König. So,
Sollen wir vielleicht nicht in die Burg? Sondern eher, obwohl er war ja auch... An der einen Stelle war er ja mal unten. Wir haben ihn ja einmal gesehen. Bin jetzt gerade verwirrt irgendwie. Sollen wir hier hin? Einfach nur nach Baron, ne? Ist das vielleicht eher richtig? Ich glaube schon, wir sollen nicht in die Burg. Was wird jetzt aus Baron? Der König soll von einem Dämon niedergestreckt worden sein, der seinen Platz einnahm und hinterlässt keinen Erben. Na Kleiner, du bist Lord Cecil, nicht wahr? Bitte leg diesen Golbes das Handwerk. Ja, das werden wir jetzt tun. Wo ist er denn? Nee, da ist die Trulla wieder, die mit uns tanzen will. Kommt nicht in Frage. Wenn er einfach nur hier ist, dann, ja. Nee. Hallo? Mein Vater tut, was er immer tut, nicht wahr? Mit leuchtenden Augen an seinem Luftschiff herumspielen, wie ein kleiner Junge. Und er ist tot. Das ist das Bittere daran. Will es ihr denn keiner sagen? Nein? Okay. Nee. Finden wir hier in der Ecke noch was, was wir übersehen haben könnten? Was mache ich denn jetzt? Gehen wir hier hin, zum Teufelsweg? Oder was? Übungsraum. Ja. Ja. Gut. Keine Ahnung. Könnte ich... Wollen wir jetzt hier rüber? Ist das richtig? Das ist unser Teleporter hier. Dieser unheimlichen Final Fantasy Musik. Wollen wir hier sein? In Mysidia sein? Können die uns hier vielleicht mal helfen? Wegen Palom und Purum? Oder sagt da keiner was dazu? Im Haus der Gebete. Ja, hier ist ja auch kein Kristall mehr. Ich dachte, wir sollten da... Die müsste doch eigentlich was sagen. Ja, tun sie aber nicht. Sie sind immer noch alle begeistert davon, dass er ein toller Lichtritter ist, während hier einer nach dem anderen stirbt. Und ich werde wohl wieder zurück müssen, ne? Wir können natürlich auch ganz rauslaufen, aber es bringt uns auch nicht viel. Jetzt bin ich hier völlig am anderen Ende der Welt. Ist schön. Ich mach mal einen Cut, dann wissen wir gleich, wo es hingeht. Also, bin jetzt wieder in der Burg Baron und wenn man hier das anmacht wieder, dann hilft einem das ja mal so ein bisschen, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Und dann sagt Cecil in seinen Gedanken, Sid, was hast du deinen Lehrling aufgetragen? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir ja hier diese Typen hatten, die irgendwie so voll zur Sid-Crew gehören. Und vielleicht können die uns ja helfen. Lord Cecil, Meister Sid sagte uns, dass ihr kommen würdet. Er wies uns an, einen Greifhaken an der Enterprise anzubringen. Das dauert nur wenige Augenblicke. Oh, sehr schön. Anscheinend sind wir hier richtig. Ich wusste doch, dass wir in die Burg Baron sollen. Hab ich ja auch gesagt, aber wohin? Das war's, damit könnt ihr das Luftkissenboot einholen und überall hin mitnehmen. Fliegt einfach über das Luftkissenboot und drücken Sie Eingabe, um es hochzuziehen. Zum Absetzen drücken Sie einfach Eingabe. Damit sollte es jetzt möglich sein, die Höhle von Eblan beim Turm von Babel zu erreichen, nicht wahr? Setzt das Luftkissenboot einfach bei einer Sandbank ab und los geht's. Danke, aber wegen Sid. Uns braucht ihr das nicht zu sagen. Er kann ziemlich anstrengend sein, nicht wahr? Nie lässt er einen zur Ruhe kommen. Ihr könntet ihn erschlagen, er würde wieder aufspringen und weiterarbeiten. Wir machen uns besser wieder an unsere Arbeit dann. Davon haben wir nämlich genug. Viel Glück. Okay. Aber leider gibt's den nicht mehr. Und jetzt können wir endlich zu dieser Höhle. Endlich. Weil wir nämlich jetzt über die Sandbänke können. Jetzt weiß ich nämlich auch genau, wohin. Ich habe es ja tausendmal versucht. Und endlich haben wir eine Möglichkeit gefunden. Und das wird hier sein. Anders geht's nämlich gar nicht. Es muss das Richtige sein. Können wir hier runter jetzt? Na?
Kannst du hier runter? Runter, runter, runter? Sandbank, 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 Sandbank. Ich dachte, das geht jetzt. Ich dachte, das haben sie jetzt umgebaut. Oder müssen wir jetzt... Nee. Sollen wir doch damit können, oder? Das ist doof. Ich dachte, das haben sie jetzt umgebaut. Das ist paddelmäßig. Und dann dachte ich mit Eingabe. Wenn ich das jetzt mache, dann passiert aber nichts. Ist ja komisch. Hm. Wir müssen weiterkämpfen. Sid würde es so wollen. Ja. Ihr seid voll gut dabei und so. Aber es ist jetzt, nicht das Luftschiff, was sie umgebaut haben, sondern das andere Gefährt. Aber damit können wir doch nur fahren. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Haben sie jetzt das umgebaut oder nicht? Hä? Also ich habe das verstanden mit in der Nähe von einer Sandbank, aber anscheinend nicht. Oder man kann hier runter und dann bei der Nähe Sandbank rüberfahren. Nee, und dann sind wir ja nicht mehr drauf. Oh. Ah, oh, ich habe aber rausbekommen, wie man hier die Figuren ändern kann. Das kann man ja doch. Ich dachte immer, das geht gar nicht. Das ist ja cool. Yeah, Final Fantasy IV Remix. Okay, ich mache mal einen Cut und überlege mal, wie ich hier mit dem Paddelboot umgebauten Dingsbums rüberkomme. Bis gleich. Also, die haben ja einen Haken dran gebaut. Und ich denke die ganze Zeit, die haben das jetzt so umgebaut, dass man halt, dass man damit da halt über die Sandbank kann. Habt ihr gesehen, dass ich es versucht habe. Aber man soll das hier natürlich greifen können. Unser altes Schiff. Und ach, da kommt der Haken raus. Alles klaro. So, und damit können wir dann schön zur Sandbank. Zu jeder Sandbank wahrscheinlich. Aber ich gehe jetzt mal dahin, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte. Und ich nehme an, das ist auch wirklich so. Jetzt lasse ich uns mal hier runter. Weil, ne? Sandbank, Sandbank, Sandbank. Also hier geht's nicht. Kannst du uns hier runterlassen? Nein. Das Ding kann doch aber über Sandbänke fahren. Kannst du uns hier runterlassen? Ja. Okay. Jetzt haben wir uns dahin transportiert. Dann müssen wir auch runter. Wahrscheinlich dann in das Ding rein, weil das fährt ja da über Sandbänke. Ne? Ne? Ja! Und dann kommen wir da auch hin, endlich. Cool. Oh Mann, das war jetzt ein Action wieder. Ja, wir werden auch direkt angegriffen. Klar, kein Problem. Super. Mach's fertig. Ist ehrlich. Bilden die sich eigentlich ein? Weg damit. Ciao. So. Qualbad bekommen. Und dann speichere ich. Dann muss ich das nicht nochmal machen. Und dann gehen wir mal rein in die Höhle. Guck mal, was wir da drinnen finden. Adamantengrotte. Oha. Was haben wir denn hier so? Nix. Na gut. Oh, was ist das denn hier? Hoho. Da ist aber irgendwas leuchtet da hinten. Das sind so klein. Mein Vater ist leidenschaftlicher Tierschweifsammler. Ja. Er hat irgendein seltenes Erz gefunden, aber daran liegt ihm nichts. Nur Tierschweife machen ihn glücklich. Mhm. Was wollt ihr hier? Verschwindet. Außer ihr bringt mir einen Schweif. Und das kann man wohl ausschließen. Haben wir sowas? Haben wir irgendein. Wir haben ein Horn. Irgendein Schweif. Tierschweife. Lichtschleier, Köder, Regenbogencreme. Wo kriegen wir das denn her? Silberreif, Rubin, Mittel, Frostspeer, Ornat, Bombe an, Geierhammer. Anlocken, Schlüssel. Wir haben alles Mögliche, aber wisst ihr nicht, dass wir irgendein Tier schneiden? Eine Phönixfeder vielleicht. Zählt das?
Was wollt ihr hier verschwindet? Außer ihr bringt meinen Schweifer, das kann man wohl ausschließen. Das hat nicht geklappt. Eine Phönixfeder. Ein Einhorn? Hm? Auch nicht. Können wir dem dann mal geben? Junge, Augentropfen. Echokraut gegen ein Kruzifix. Hütte, Zwergenbrot. Zwergenbrot? Auf einen Arktiswind. Spinnenfaden. Hm. Monsterfiebel. Hermesstiefel, Lichtschleier. Köder. Was könnte man denn nehmen? Ich weiß es nicht. Wo kriege ich das her? Kann der nicht helfen? Er hat hier irgendein seltenes Erdmann. Tiefer machen ihn glücklich. Ja, gut. Vielleicht finden wir das ja hier in der Höhle. Kann ja nicht sein. Müssen wir vielleicht ein bisschen in die Ecken oder so? Oder bei irgendeiner anderen Sandbank rumgurken? Ja, ja, Mai. Wo finden wir das denn? Weiß ich nicht. Das war's schon wieder hier mit dem Trip, oder? Was ist das hier? Komische Pilze sehen das aus. Ja. Ja, das... Vielleicht müssen wir noch zu einer anderen Sandbank und nicht direkt zu der hier. Wir können ja jetzt eigentlich quasi zu jeder. Vielleicht muss ich noch ein bisschen rumcruisen. Bis ich weiß, wohin. Und deswegen mache ich jetzt einen Cut und guck mal, was wir als nächstes machen. Bis dann!